Ja, ich teste heute kurz einmal den neuen Fire TV Stick 4K. Das ist der aktuelle, knapp einmal vor 2 Wochen am Markt gekommen. Und in Verbindung mit dem Amazon Ethernet Adapter. Und so schauen die Dinge aus, wenn man es auspackt. Das heißt, da haben wir mal den Stick. Der hat nur einen Micro-USB-Anschluss und vorne natürlich der HDMI-Stecker. Er ist ziemlich groß, wenn man schaut. Das ist ein normaler USB-Stick. Das heißt, da sind schon einmal Weltenunterschied. Aber es war ja nur zum Vergleich. Dann gibt es also ein kleines Verlängerungskabel. Das macht durchaus einen Sinn, weil ja der USB- bzw. der HDMI-Stick da bei den meisten Fernsehern 2 HDMI-Plätze verdecken wird durch seine Breite. Es ist ein USB-Ladegerät, beziehungsweise in dem Fall ist es ein Netzgerät dabei und ein 1,5 Meter Micro-USB-Kabel. Das Netzgerät hat 5 Watt. Zusätzlich habe ich so einen LAN-Adapter beziehungsweise Ethernet-Adapter dazu bestellt. Und das Gerät ist wirklich extrem leicht und filigran gebaut. Es hat ein kleines Kabel, das ist fix da hinten verbaut. Micro-USB. Was man dazu sagen muss, beim Stick wird die OTG-Funktion mit diesem kleinen Ethernet-Adapter außer Betrieb gesetzt. Ja, und so schaut das Kunstwerk dann aus, wo man es zusammengebaut hat. Und jetzt kommt schon einmal meine erste Kritik. Das heißt, das hängt jetzt alles am Fernseher drauf. Und der Stick selber ist nicht so schwer, der LAN-Adapter ist nicht so schwer, aber das Ganze in Verbindung mit dem Hebelgesetz, also wenn ich das jetzt am Stecker halte, es zirkt schon ziemlich ab. Und ich weiß nicht, wie lang die Fernsehbuchse das mitbringt. Also es ist schon einmal ein gescheites Drum, was auf einer Fernseh drauf hängt. Ja, ich vermute, wenn die Kraft mit dem Hebelgesetz die ganze Zeit so abzieht, dass euer Fernseher bzw. die Buchsen an eurem Fernseher spätestens nach 2 Jahren aufgibt, das Ganze ist freihängend. Das müsste euch klar sein. So habe ich jetzt das Problem gelöst. Ich habe einen kleinen HDMI-Verteiler genommen. Somit liegt der schwere Stick mit seinem Hebelgesetz auf dem Podest und die HDMI-Buchsen wird völlig entlastet. Ja, die Fernbedienung fühlt sich zwar nicht extrem hochwertig an, also eher wie dünnes Plastik, das ich es rausbringe, aber sie tut ihren Dienst. Das Beste ist diese lauter, leiser und die Mute-Taste, die dazu gekommen ist. Mit der lässt sich der Fernseher wirklich super bedienen. Ich habe da einen Einstiegs-Samsung aus 2017 und das Komische daran, der Fernseher hat diese Fernbedienung bzw. die Fernbedienung den Fernseher erkannt, ohne dass ich irgendwelche Codes durchdrücken habe müssen. Das ist einfach out of the box gegangen. Keine Ahnung, wie die das machen. Die Startzeit des Fire TV Stick ist von Null weg, das heißt, wenn man Strom ansteckt, knapp über 45 Sekunden. Ich habe es jetzt gerade mitgestoppt. Und so gestaltet sich das Bild vom Fire TV Stick. Das heißt, wir haben oben in der Liste, wo jetzt links oben Startseite orange ist, kann ich meine Videos, Filme, Serien, Apps und Einstellungen. Zu denen kommen wir später wieder. Auf die Suche habe ich relativ selten gedrückt, weil die Suche braucht man nicht. Wir haben ja da, sieht man das in der Fernbedienung, die Alexa eingebaut. Ja, schauen wir mal runter. Das haben wir mal unten da die aktuellen Sachen. Da werden wir ein paar Spiele. Aha, jetzt hat die Fernbedienung ein bisschen geleckt, aber jetzt geht es schon wieder. Servus, Fotos und so weiter. Das heißt, in der Leiste sehe ich sehr viel, was ich schon selber installiert habe, allerdings nicht alles. Das ist einfach nicht der App-Ordner, so wie ihr euch vorstellt. Ihre Apps und Channels. Das heißt, das ist eine Leiste, wo normalerweise meine Sachen drinnen sein sollten, die ich installiert habe. Aber so wie diese ARD Mediathek habe ich nicht installiert, die ist trotzdem drinnen und wird mir einfach angeboten. Das heißt, ich kann jetzt dann einfach alle Channels und alle meine Sachen anzeigen lassen. Und viel von dem, was ich installiert habe, ist da drauf, aber den ES Explorer habe ich zum Beispiel ebenfalls nicht installiert und der erscheint mir da drinnen auch. Was, ja, ein völliger Blödsinn ist. Ich möchte einen App-Ordner haben, der alle meine Apps hat, aber nicht irgendwelche Vorschläge noch hineinbringt. Das ist absoluter Blödsinn. Dann weiter auf meiner Seite. Das heißt, ich habe immer wieder, ihr seht es da in der Mitte, dieses gesponsert HUK24, das ist einfach nur ein Blödsinn und ihr kriegt immer wieder Werbung aufs Auge gedruckt. Könnt ihr es aber nicht abschalten, also es ist nicht deaktivierbar. Dann haben wir die beliebtesten Prime-Sachen und so weiter. Das heißt, bitte
Schaut euch das in Ruhe an. Wenn sich Anna einen genaueren Überblick verschaffen will, das ist jetzt die letzte Zeile, tut da bitte auf Pause drücken und schaut sich das genauer an. Das heißt, ich habe da sehr viele Inhalte, die zum Kaufen sind, drinnen und die teilweise nicht nach meinem Geschmack sind. Spielen. Ich schaue mir gleich mal an, das ist Evo, das ist ein High-Spiel. Laden wir das einmal, dass ihr seht, wie die Ladezeiten sind. Natürlich lasse ich das jetzt in Echtzeit runterlaufen. Es lädt nicht so schnell wie am Handy. Der Stick braucht schon ein paar Gedenksekunden für solche Sachen, aber es relativ einfache Sachen sind. So, dann spielen. Drückt man gleich mal auf. Und habt ihr gesehen, unten natürlich wird euch sofort wieder Werbung aufs Auge gedrückt. Dann die Lautstärke etwas minimieren. Das ist das Gute, ich kann alles mit dieser Fernbedienung machen. So, das ist er daheim und jetzt schwimmen wir am Labe. Jawohl, so geht's dahin. Auf und so weiter. Das heißt, so schauen die Spiele aus, beziehungsweise es ist kein Leck feststellbar, es geht relativ gut und sauber, auch mit der Fernbedienung zum Spielen. Gehen wir da wieder raus, Spiel beenden. Zack. Und dann drücken wir den Home-Button. Und dann rechts einmal Startseite. Jetzt muss ich wieder schimpfen. Meine Videos, da ist absolut nichts drin. Das heißt, ich habe jetzt weder Prime-Abo noch ein Netflix-Abo. Ich habe nichts und trotzdem sind da meine Videos. Und Scrubs zum Beispiel, schauen wir da her. Ihr könnt Prime abonnieren. Allerdings ist da kein einziges Video von mir drinnen. Der nächste Punkt wäre zum Beispiel Filme. Kann man sich Filme mieten? Wenn einer Geschäft machen will mit Amazon, sehr schön. Aber wenn einer kein Geschäft machen will mit Amazon, weil er sich diese Filme einfach nicht mieten will, ist dieser Punkt ein Blödsinn und der lässt sich auch nicht wegklicken. Das heißt, der ist jetzt einmal da. Serien dasselbe. Das heißt, da werden euch wieder Serien aufs Auge gedrückt. Apps, da bin ich in einem kleinen Amazon-Apps da drinnen. Wir haben auch nur gewisse Apps vorgeschlagen. Und hauptsächlich Mediatheken und so. Wir haben da ebenfalls die YouTube-App. Zack, machen wir es am Lauf. Ich habe sie schon installiert. Und öffnen. So funktioniert das Ganze mit Öffnen. Dauert ein paar Gedenksekunden. Okay. So. Ihr seht es, es ist immer ein bisschen ein Lag drinnen. Aber beim Abspülen kann ich sagen, 1080p Inhalte gehen halbwegs flüssig, aber ab und zu mal ein Ruckler drinnen ist. Und 4K, trotz meiner LAN-Verbindung, das heißt, ich habe keine schwache WLAN, sondern eine echt starke LAN-Verbindung, kommen immer wieder Ruckler vor. Soviel zum YouTube. Steigen wir wieder aus. Und dann habe ich noch die Einstellungen. Fahren wir es einmal noch der Reihe durch. Benachrichtigungen. Zack, retour. Netzwerk. Durch meinen LAN-Adapter ist kabelgebunden verbunden. Ihr könnt da natürlich auch WLAN-Verbindungen nehmen. Muss aber der LAN-Adapter ausgesteckt sein, sonst funktioniert das nicht. Also einfach so umschalten geht nicht. Dünne Bildschirm. CEC, mein Fernseher unterstützt das nicht, aber trotzdem arbeitet er gut mit dem Stick zusammen. Die Apps. Halt das, sind wir wieder rausgekupft. Erst einmal eine kurze Vertipper und schon sind wir wieder draußen. Game Circle, App Store und installierte Apps verwalten. Schauen wir mal, was ich da jetzt alles drauf habe. Ziemlich viel. Und es gibt so etwas wie Alexa Shopping, das könnt ihr nur stoppen, erzwingen, Daten löschen oder Cache löschen. Ihr könnt allerdings nicht diese Alexa Shopping deinstallieren. Das geht nicht, ist eh klar. Amazon Music und so weiter. Amazon schaut schon, dass ihr da ein bisschen Geld da sekundär liegen lasst. Gerätesteuerung. So, automatisch. Und die Geräte verwalten, hinzufügen und so weiter. Also nicht nur Fernseher, sondern ich habe da drinnen ebenfalls, ihr werdet es noch sehen, eine Bluetooth-Tastatur verbunden. Game-Controller und Bluetooth-Geräte, das haben wir jetzt da drinnen. Andere Bluetooth-Geräte habe ich mein Keyboard K380. Zu dem komme ich nachher noch. Oder ich sage es euch gleich. Er nimmt nur das amerikanische Layout, nicht aber das deutsche. Das heißt, die Ö-Tasten und die Ä und so weiter, Umlaute, könnt ihr einfach getrost vergessen. Da sind diese Beistriche und Strichpunkte und so weiter von den Amis drauf. Lässt sich nicht umschalten. Also nicht verwendbar die Tastatur, wenn ihr damit schreiben wollt.
Allerdings kennt ihr ja Tastatur für die Spiele zum Spielen nehmen, hat ja recht und schlecht funktioniert. Alexa ausprobieren oder Alexa App. Dann habe ich da die Einstellungen. Bitte, ihr schaut euch das selber an mit der Pausetaste. Ich erkläre euch jetzt nicht an jeden einzelnen Punkt. Mein Fire TV, da kann ich wieder sagen, das ist hauptsächlich rechtliche Sachen, das heißt Vertragszeit zum Durchlesen, Ruhemodus kennst du, schalten, neu starten und so weiter. Der Stromverbrauch ändert sich beim Ruhemodus nicht. Barrierefreiheit muss heutzutage in 2018 auch sein und so weiter. Die Hilfesachen, Videos, Schnelltipps und dann haben wir noch mein Konto. Der nächste Punkt, ich teste Alexa-Funktionen, die Sprachfunktion. Das heißt, ich werde jetzt ein bisschen was durchprobieren. Heute Zusammenfassung. Ja, diese tägliche Zusammenfassung wird von der Tagesschau und ist hauptsächlich von Deutschland. Wenn du aus Österreich bist, vergiss es. Also diese heutige Zusammenfassung gibt es nur aus Deutschland. Ich kann euch einmal das beweisen. Ich mache es ein bisschen lauter, dass ich das auch hört dann. Zusammenfassung Nachrichten aus Österreich. Hier ist deine tägliche Zusammenfassung von der Tagesschau. Guten Tag, hier ist die Tagesschau. So, wiederum, also vergesst es, österreichische Nachrichten gibt es da nicht. Wetter heute. In Hörsching beträgt die Temperatur momentan 2 Grad Celsius. Und so weiter und so fort. Das heißt, Wetter funktioniert tadellos. Wie viele Bundesländer hat Deutschland? Deutschland hat 16 Bundesländer. Wie viele Bundesländer hat Österreich? 9. Die Zahl Pi. Der ungefähre Wert von Pi ist 3,14159265359. Die Wurzel aus 100? Die Quadratwurzel von 100 ist 10. 3 Viertel plus 2 Achtel? 0,75 plus 0,25 ist 1. Die Navigation von Linz nach Wien. Derzeit gibt es relativ wenig Verkehr auf der Route zur Adresse Wien. Der schnellste Weg dauert ca. 1 Stunde 58 Minuten über A1 und B1. Alexa, stell den Wecker für morgen 7 Uhr früh. Wecker werden derzeit auf diesem Gerät nicht unterstützt. Ja, das kann's nicht. Alexa, singe Jingle Bells. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Ja, ja, so viel zur Vorweihnachtszeit. Starte YouTube-App. Hier ist YouTube. Und funktioniert schon, also das ist wirklich sehr gut, die Sprachsteuerung. Das Flickern beim Fernseher ist weniger gut. Der Stromverbrauch vom Fire TV Stick ist absolut gering, das heißt im Leerlauf habe ich zwischen 1,1 und 1,5 Watt und wenn er wirklich viel zum Rechnen hat, bin ich auf 3 bzw. maximal Spitzenwerte 4,5 Watt. Also absolut im erträglichen Rahmen. Ja, nachdem ich einen Elektrosmog-Kanal habe, muss ich natürlich auch den Fire TV Stick auf Elektrosmog hin überprüfen. Diese Fernbedienung misse ich jetzt an und die hat ständig, egal was ist, egal ob ich aufdrücke oder nicht, immer dieses Knacksen drinnen. Das heißt, dass sie ständig Verbindungen oder Peaks aussendet. Die Spitzen sind sogar im Überlauf. Das heißt, ich habe da sogar mehr wie 200 Mikrowatt pro Quadratmeter, was ein absolut hoher Wert ist. Und hört euch das an. Das heißt, in etwa 2 Mal pro Sekunde haut das am Peak aus. Natürlich, wenn ich wo aufdrücke. Dann haben wir einen extrem hohen Wert, ständig. Die Fernbedienung überträgt alles mit Funksignale. Ja, und wer so wie ich glaubt, dass
mit dem LAN-Adapter keine Funkwellen ins Wohnzimmer bringt, der Hochzieher haben wir gestern. Zack, und wir sind schon im Überlauf. Das heißt, der Stick sendet trotz LAN-Adapter extrem viel aus. Was messen kann ich da vorne über Server kommen. Ich bin im Überlauf, schalte einmal auf Milliwatt. Okay, auf 1,62 Milliwatt pro Quadratmeter. Das Ganze müsst ihr jetzt mit 1000 multiplizieren und dann könnt ihr das Ganze mit den Salzburger Richtwerte vergleichen. Der sagt 10 Mikrowatt. Das heißt, wir haben jetzt in etwa 1600 Mikrowatt gemessen. Empfohlen Wert 10 Mikrowatt. Super, oder? Ja, und wenn du glaubst, du kannst irgendetwas ohne Amazon machen, dann hast du dich getäuscht. Ich habe mich jetzt kurz einmal abgemeldet und selbst der Neustart von dem Stick bringt dich wieder nur zu dieser Seite. Ja, du kannst weder YouTube nutzen, noch die Spiele, die du drauf gespielt hast, also gar nichts mehr. Der Stick ist ohne Anmeldung bei Amazon unbenutzbar. Ja, Amazon will halt wissen, was du mit dem Stick tust. Ein kurzes Fazit von mir, wie immer zum Schluss. Ich kann den Stick nicht empfehlen. Warum nicht? Er bringt mir einfach viel zu viel Werbung. Ohne Prime oder ohne Netflix-Abo kannst du damit absolut nichts schauen. YouTube-Filme kannst du natürlich schauen. Ihr könnt euch nicht auf das flüssige Abspülen verlassen. Das geht bei mir einfach nicht, trotz LAN-Adapter. Ihr habt immer wieder ab und zu mal Ruckler drinnen. Das darf nicht sein. Der Stick geht aber soweit relativ flüssig. Zumindest einmal flüssiger als alle Sticks, die bis jetzt da waren. Und alle diese Android-Boxen. Was noch negativ ist, ihr könnt da keinen eigenen Launcher installieren. Das lässt das Betriebssystem von Amazon einfach nicht zu. Und ihr könnt den Stick auch nicht ohne Internet in Betrieb nehmen. Das geht nicht. Das heißt, wenn ihr nur irgendwelche privaten Filme auf USB-Sticks, selbst wenn OTG funktioniert, abspielen wollt, geht das nicht, weil der Stick muss sich einfach beim ersten Starten im Internet anmelden. Und sonst funktioniert nichts und schwarzer Bildschirm. Was zu diesem Launcher noch erschwerend dazu kommt, auf der negativen Seite, ist, dass ich da keinen Apps-Ordner habe. Ich habe zwar meine Apps und Filme, aber in dem Ordner sind einfach zu viele Vorschläge oder unter Anführungszeichen Werbung, die ich noch installieren müsste, die ich gar nicht haben will und gar nicht brauche. Das heißt, ich habe da drin keine Ordnung, keine Übersicht, weil einfach zu viel Gerümpel drinnen ist, das ich nicht will. Das nächste, die Elektrosmogbelastung von dem Stick ist einfach außerordentlich hoch. Und sie lässt sich nicht verringern mit einem LAN-Adapter. Was für Elektrosensitive unter euch, die ihr vielleicht meinen Kanal abonniert habt, schlecht ist und das wollt ihr wahrscheinlich nicht hören von mir. Für wen ist noch an der Stick eigentlich gut geeignet? Weil der hat ja relativ viele positive Bewertungen auf Amazon. Ich habe mich da informiert und geschaut, ja, wenn ihr ein Prime-Abo habt, beziehungsweise ein Netflix-Abo, dann ist der Stick sicher nicht der schlechteste, weil ihr könnt eure Sachen, auch wenn ihr kein Smart-TV habt, auf dem Fernseher darstellen. Also wie gesagt, wieder nur unter Anführungszeichen ruckelfrei. Auch die Alexa-Sprachfernbedienung, beziehungsweise Sprachbedienung, ist schon relativ gut, aber sie ist noch nicht perfekt. Ja, wie immer, ich danke dir, dass du mir zugeschaut hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann darf ich mich um einen Daumen hoch freuen. Wenn nicht, freut mich ebenfalls, wenn du einen sachlichen Kommentar unten bei den Bemerkungen zu beschreibst. Ich werde das nächste Mal natürlich berücksichtigen. Ja, das war wieder sehr viel Gemeckerheit bei mir. Aber es gibt so viele Videos mit Lobhudeleien und bei mir seht ihr einfach die Videos, wo ihr die kleinen Kanten und Ecken von den Geräten ebenfalls seht und nicht nur Lobpreisungen von geschenkten Geräten.